Hallo Freunde, hier ist wieder Frank aus Baden-Württemberg und ich wollte euch mal mein, ja sagen wir mal, Zwischendurch-Projekt vorstellen. Ich habe ja vor, nachdem ich dann die Platine gefräst habe, ein Solder-Dispensing durchzuführen. Das heißt, ich muss Lötpaste dann auf die entsprechende Leiterplatte, auf die Pads applizieren. Dafür habe ich mir dann so ein Teil hier überlegt. Moment, vielleicht so ein Teil hier überlegt, wo ein Schrittmotor drin ist. Und das hier ist eine archimedische Schraube, die im Grunde genommen Lötpaste, die aus der Spritze hier kommt, per Luftdruck hier reindrückt. Und diese wird dann dosiert über eine Schraube, die dann die Lötpaste ziemlich genau hier rausdrückt. Dieses Projekt hatte ich schon mal vor bestimmt 3, 4 Jahren und habe mich dann auf dieses Extra-Teil verlassen. Ich versuche es mal im Internet zu finden und dann könnt ihr das vielleicht auch bestellen. Eine tolle Sache. Es geht heute eigentlich um diesen Motor hier oben. Das ist eigentlich dieser typische Stepper-Motor, den man so kennt von China. Dieser Stepper-Motor ist zwar ganz nett, aber er muss ziemlich komplex angesteuert werden. Und ich dachte mir, das geht vielleicht anders. Also habe ich mir mal diesen kleinen Supermotor hier bestellt. Ich mache mal den Zoom an. Und dazu gibt es auch noch diese Magnet-Encoder-Scheibe. So. Dieser Minimotor, der gerade mal vielleicht 5, 6, na sagen wir mal 10 Gramm wiegt, schafft über die 300:1 Übersetzung einen Torque von 5 Kilo auf 1 Zentimeter. Das heißt, wenn wir hier an der Stelle einen Hebel von 1 Zentimeter haben, kann dieser Hebel 5 Kilogramm anheben. Genial. Problem an der Sache, das ist kein Steppermotor, sondern ein ganz normaler Motor, ein Brushhead-Motor mit Bürsten. Und dafür hat sich dann Polulu was ausgedacht, und zwar diese Magnet-Encoder-Scheibe, mein Riesenfinger hier. Die hat ein oder zwei Magneten an den Seiten und wird dann, im Grunde genommen ist leider die falsche, da gibt es verschiedene Innendurchmesser, wird dann hier angebracht und kann ausgelesen werden. Tja, und nun kommen wir zu meinem Projekt, was ich seit bestimmt 5, 6 Tagen beackere. Und wir lernen eine Menge über, wie heißt das nochmal, Easy EDA und wie man ein fertiges Board bestellen kann. Wie ich dazu gekommen bin und so weiter, zeige ich euch gleich. Aber kurz noch zu der Schaltung, was ich eigentlich vorhabe. Ich habe hier mal was vorbereitet. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen rauszoomen. So, hier haben wir also einen dieser kleinen Supermotoren. Ich nenne sie mal so, weil sie sind schon echt Wahnsinn. Wenn man hier 5 Volt dranhängt, man ist nicht in der Lage, die Welle aufzuhalten. Man kann sie mit den Händen nicht blockieren. So stark ist dieser Motor. So, was wir hier haben, ist im Grunde genommen Arduino Nano, den kennt man, und ein DRV, lasst mich überlegen, 8833, glaube ich. Ich werde es dann noch per Text korrigieren. Doppel-H-Bridge. Und der Arduino Nano steuert im Grunde genommen diesen Motor, und zwar vor, zurück, und kann auch blockieren. Das macht eigentlich so eine H-Bridge. Man könnte zwei Motoren anschließen oder einen Schrittmotor an diesen Chip, ist aber erstmal egal. Es gibt auch noch den DRV8837. Der kann dann nur einen Motor steuern, hat aber den Vorteil, dass er wesentlich kleiner ist als der Chip, der hier drauf ist. Ich schließe jetzt gleich mal den Strom an und dann werdet ihr sehen, was passiert. Also im Grunde genommen nichts Großartiges. Der Arduino steuert den Brushless-Controller und dieser fährt halt die Welle hin und zurück. Man kann also vorwärts und rückwärts drehen oder auch mit dem entsprechenden Aufwand auch die Welle blockieren. Wozu nun das Ganze? Wenn man hier hinten diesen magnetischen Encoder anschließt, dann könnte man die Schritte sozusagen überprüfen und auch verhindern, dass dieser Motor sozusagen Schritte verliert.
Man sagt also, dreh dich um 90 Grad und wenn er nur 87 Grad schafft, dann zählt er über den magnetischen Encoder die Schritte und führt dann einfach die fehlenden Schritte noch nach. Also sagen wir mal 2, 3 Umdrehungen. Wir haben hier eine Umsetzung von 1 zu 300. Das heißt, eine Umdrehung ist etwas mehr als 1 Grad und das würde mir vollkommen reichen. Im Grunde genommen möchte ich eins erreichen. Ich möchte per Mahlen diesen Motor steuern. Das heißt, der Arduino Nano hat eine I2C-Adresse und empfängt Befehle von Mahlen, der Firmware für unseren 3D-Drucker. Es gibt nämlich einen Befehl, womit man I2C-Befehle lesen und auch senden kann. Da sagt er im Grunde genommen nur dreh den Motor um 90 Grad und das macht er dann einfach. Da dieser Motor eine Riesenkraft hat, passt er hier auch wunderbar rein und kann dann die archimedische Schraube betätigen. So, und wie machen wir das jetzt als kleine Platine? Und da zeige ich euch mal meine Idee, die mir gekommen ist, als ich mal ein bisschen im Internet unterwegs war. Also habe ich mich mal im Internet umgesehen und nach Gearit Motor I2C Controller geschaut und siehe an. Ich habe auch was bei Tindy gefunden. Und ich war gelinde gesagt total begeistert. Derjenige hat eine winzige Platine auf diesem Motor gelötet, an die zwei Anschlüsse, mit der Encoder-Scheibe. Und ich zeige euch mal ein anderes Bild, mache es mal ein bisschen größer. An dieser Encoder-Scheibe ist hier ein Hall-Sensor, besser gesagt, die Encoder-Scheibe beeinflusst diesen Hall-Sensor. Dann hat er hier noch ein Atini oder eigentlich ist es ein PIC-Chip reingebaut und hier haben wir den kleinen Motortreiber. Ich glaube, das ist sogar ein DRV8833, also der eigentlich zwei Motoren steuern kann. Ja, und im Grunde genommen extrem klein kommt dann das Teil da einfach raufgelötet. Es wird eigentlich nur gehalten über diese Löcher hier. Und der ist so klein, da kann man kaum die Schrift drauf erkennen. Und da dachte ich, sowas machst du auch. Das ist eine tolle Sache. Er hat es jetzt für seine Fahrzeuge da gebaut. Ich werde es dann halt hier einsetzen. Und man sieht halt, das verbraucht kaum Platz. Hier kommt dann der Strom ran, I2C, und dann kann man dieses Teil steuern. Ja, und dann habe ich mir gesagt, gut, ich habe eigentlich keine Lust, das alles zu löten, weil es auch viel zu klein ist und so weiter. Und ich brauche den anderen Chip auf jeden Fall, weil ich habe keine Erfahrung mit den PICs und deshalb wollte ich auf jeden Fall einen Atini einsetzen. Deswegen habe ich mich mal mit Easy EDA beschäftigt und ich zeige euch auch schon gleich das Ergebnis. Soll X-Moto heißen, ist die Version 0.1 von mir und ist ein I2C-Motor-Control. Mir hat da leider nicht hingepasst. Und ihr seht auch sehr schön, im Grunde genommen kommt hier der Motorstrom ran. Wir haben dann noch einen kleinen Spannungsteiler, der dann den Tiny mit 5 Volt versorgt. Dann haben wir hier die Leitung für I2C, also Data und Clock und natürlich Ground. Und die anderen beiden, TXRX ist klar, das ist für das UART-Interface, damit wir besser debuggen können. Und der UP, das ist neu, da ich ein Atini 1617 einsetze, brandneues Teil. Der wird über UDPI, glaube ich, werden wir gleich sehen, programmiert. Damit kann man zumindest den Bootloader und so weiter hochladen. Und dafür ist halt dieses Ding gedacht. So, und drehen wir mal die ganze Sache um. Man sieht auch schon den ersten Vorteil von Easy EDA gegenüber Eagle, meiner Meinung nach. Man sieht sofort, wie das Teil aussieht. Man kann hier sogar die Dicke der Leiterplatte ändern. Bei mir sind es auch 1,2 mm. Ja, na, erkläre ich kurz mal. Im Grunde genommen wird er hier reingelötet und trägt dann diese Platine von selber. Und was die ganzen kleinen Teile und so weiter bedeuten, erkläre ich euch gleich an dem Schaltplan. Den machen wir mal jetzt auf. Kurz zu Easy EDA. Eigentlich ein geiles Teil. Man kann alles innerhalb des Browsers bedienen
Und die Lernkurve war auch jetzt nicht so hoch. Wenn man ein paar Erfahrungen hatte mit Eagle, ist das eigentlich relativ schnell gemacht. Kurz, wer nicht so eine Ahnung hat, diesen Schaltplan zu lesen, hier haben wir zum Beispiel 5 Volt, da haben wir Ground und hier diese Dinger, das sind im Grunde genommen Netznamen. Und der ganze Schaltplan funktioniert so, wenn dieser Netzname noch irgendwo vorkommt, wie zum Beispiel hier, dann werden diese Leitungen automatisch miteinander verbunden. Man muss also nicht diese grünen Leitungen hier ständig hin und her fahren und den Schaltplan unübersichtlich machen, sondern man kann einfach die Namen vergeben und wenn die den gleichen Namen haben, dann wird das miteinander verbunden. Klappt wunderbar, geht auch in Eagle. Und ja, ich erkläre euch mal, was ich hier eigentlich mache. Zuerst, wir brauchen natürlich einen Controller. Das ist dieser Ateini 1617. Das ist ein winziger Chip, der im QFF-Format, QFV, ich kann mich jetzt nicht erinnern, hergestellt wird. Hier haben wir im Grunde genommen die Eingänge für unser I2C. Das ist dann hier wieder die Clock und die Datenleitung. Dann haben wir hier noch TXD und RXD für die serielle Schnittstelle. Und hier haben wir die Leitungen, die zu dem Motorcontroller gehen. Es funktioniert eigentlich ganz einfach. Wir haben hier einmal PWM und wenn der 0 ist, dann dreht er vorwärts. Ist hier PWM drauf und hier 0, dann dreht er rückwärts. Und das kann man dann halt mit den Ateini steuern. Dann habe ich noch eine LED dran gepackt, um einfach zu sehen, um verschiedene Statis dem User kenntlich zu machen. Und hier haben wir diesen UPDI, so heißt er. Ein Wire-Programmleitung, womit wir zum Beispiel den Bootloader hochladen können. Für mich auch noch eine völlig neue Sache. Ich werde es später herausfinden in den nächsten Videos, wie das dann alles miteinander funktioniert. Ich hoffe, ich komme damit klar. Schauen wir mal. Dann haben wir natürlich noch den Hall-Sensor. Der wird dann hier an dieser Stelle angeschlossen. Ja, und dann natürlich noch Ground und geglättete 5 Volt. Dazu kommen wir jetzt. Dazu haben wir hier einen Low-Voltage-Regulator. Der empfängt hier VCC. Das liegt meistens bei 7, 8 Volt von Mahlen. Das ist eigentlich der Lüftereingang, also womit der Lüfter betrieben wird. Das wird dann eigentlich nur noch abgesichert mit zwei großen Kondensatoren. Und am Ende kommen hier geglättete 5 Volt raus. Den Bypass brauchen wir nicht. On muss natürlich immer geschaltet werden, damit auch angeht. Und somit haben wir auch Strom für den Ateini. Dann haben wir noch den Anschluss UDPI, TXT und RXD. Das sind die kleinen Punkte, die ihr hinten hier sehen habt. Dann haben wir unseren Anschluss für I2C. Hier ist der Hall-Sensor und wir haben hier die LED. Am Ende noch unser Motortreiber. Dieser ist der DRV 8837. Und der steuert nur einen Motor. Das reicht uns ja auch. Die Sache war bis hierhin sehr einfach. Was ich ja hier besonders versuche zu nutzen, ist ja, dass GLBCB mir diese Leiterplatte herstellt. Und das ist eine andere Geschichte, die wesentlich schwieriger ist und weswegen ich auch ewig an diesen Schaltplan rumgebaut habe. Weil, das werden wir gleich sehen, ich zeige es euch gleich, erstmal die Leiterplatte an sich, die ist in zwei verschiedene Panels aufgebaut, weil halt GLPCB nur Leiterplatten akzeptiert, die mindestens 20 x 20 mm groß sind. Und diese Leiterplatte hier ist extrem klein. Ich zeige euch jetzt mal, wie klein. Wir haben hier einen kleinen Fotoview und im Grunde genommen, wenn ich das jetzt hier auf meinem Monitor oder dem Motor dagegen halte, ist es genau so klein. Also wir haben hier 20 mm, 2 cm in der Länge und ich glaube, es sind nur 10 mm in der Höhe. Ich müsste noch mal schauen. Das kann man hier leicht rausfinden. Man muss hier den Nullpunkt setzen und dann kann ich es euch sagen. Achso, nee, ich muss ja hier den Nullpunkt setzen. Was mache ich denn hier? Da muss ich den Nullpunkt setzen. So, also, es ist 20 mm lang und 12 mm breit.
Und das ist wirklich winzig. Wenn ihr euch mal so einen Messschieber nimmt, das ist wirklich winzig und ich habe alles raufbekommen und der Autorouter hat auch funktioniert. Wie man jetzt so eine Schaltung aufbaut, wie man den Autorouter benutzt, was es da für spezielle Sachen gibt und besonders, wie man herausfindet, ob GLPCB auch diese Teile am Lager hat, die man hier verbaut, das kommt in einer Sekunde. So, ich versuche euch das mal ganz an einer ganz einfachen Schaltung zu erklären. Wir wollen im Grunde genommen eine Leiterplatte entwerfen und müssen dafür erstmal ein Projekt erstellen. Sagen wir mal, wir wollen einen Artini haben, so ein Blinky-Teil, der im Grunde genommen eine RGB-LED steuert. Also sagen wir Artini RGB Control. Ja. Und die wollen wir per I2C wie bei Blinky machen. Und dazu brauchen wir eigentlich nicht viel Sachen, sondern wir brauchen eigentlich nur ein Artini. So, haben wir jetzt mal hier dieses leere Blatt Papier, sage ich jetzt mal. Und wir können mit der rechten Maustaste hier raufgehen und sagen dann Place Component. Und jetzt kommt schon mal der erste Fallstrick. Wenn ihr wollt, dass GLPCB euch diese Leiterplatte auch gleich bestückt und so weiter, dann müsst ihr GLPCB Assembled auswählen unter Classes. Und dann sucht ihr, sagen wir mal, nach der WS 2812, das ist die LED mit Controller. Und da gibt es dann mehrere zur Auswahl. Und man sieht an diesem blauen SMT, man kann es benutzen für die Leiterplatte. Das Problem sind die Fallstricke hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese hier auswähle, dann sind davon 52.285 in Stock. Das ist sehr schön. Ne? Wähle ich die aus, dann sind die nicht da. Hier kommt auch eine winzige Warnung. Wenn ihr also jetzt diese LED benutzt, dann kann es passieren, dass am Ende, wenn ihr diese herstellen lassen wollt, diese Leiterplatte, er sagt, nö, die habe ich nicht am Lager. Und das ist echt manchmal ein Problem, weil man auch nicht unterscheiden kann, ist es jetzt in dem chinesischen Lager oder in dem chinesischen Lager, da machen die auch noch Unterschiede. Wenn man nämlich zum Beispiel hier unter LCS sucht und man hat dann sogar welche im Stock wie diese hier, dann bekommt man am Ende, wenn man die Leiterplatte herstellen will, aber er sagt, nö, die haben wir nicht. Man muss das hier auswählen, ganz wichtig. Und da kommen noch andere Fallstricke dazu, die erkläre ich euch noch später. Also nehmen wir jetzt mal ja, eine normale LED und dann sagt man hier unten platzieren und dann kann man die hier ganz normal reinpacken. Man könnte auch noch eine zweite oder eine dritte reinpacken mit der linken Maustaste. Brauchen wir erstmal nicht, wir brauchen nur eine. Dazu brauchen wir natürlich noch einen Controller, also der Artini. Wieder Place Component, gehen wir hier oben ein, Artini. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Problem, was ich hier mit dieser Firma habe. Wir wollen natürlich einen großen Artini, also sagen wir mal einen 88er. Da haben die tatsächlich 253 im Lager. Wenn ich den hier auswähle, haben die nur noch 10. 10 Stück im Lager. Ich meine, ich stelle mir das so vor, das ist ein Riesenkonzern mit einer wahnsinnigen Lagerhalle und dann gibt es da irgendwo unter die Millionen Schächtelchen eine kleine Schachtel, wo 10 von diesen CPUs drin sind. Und da geht wahrscheinlich ein Chinese hin und holt eine raus. Man muss dazu auch sagen, ihr seht hier, es gibt Extended Komponenten und dann gibt es noch Basic. Das ist leicht zu erklären. Die Basic-Teile, die sind immer vorhanden in der Maschine. Da werden die Rollen sozusagen reingespannt und die bleiben dafür immer. Und Extended, da muss ein Chinese ins Lager gehen und muss die Rolle holen. Und das kostet euch pro Part 3 Dollar. Das kann mit der Zeit dann ziemlich teuer werden, denn so ein Artini, der kostet gerade mal 1,39 plus 3 Dollar, sind wir schon bei 4,39 Dollar. Ich kann es aber auch verstehen, weil da muss ja jemand losgehen und das alles zusammensammeln. Das kostet natürlich auch Geld. Gut, jetzt nehmen wir mal hier so ein
Ja, da sind nur drei im Lager. Unglaublich. Drei Stück. Ich meine, hallo? Drei Stück, hat der die irgendwo in der Schublade bei sich drin oder so? Naja, gut. Wir nehmen jetzt mal einen von diesen dreien und packen den dann dahin. So, jetzt wollte ich es euch mal erklären. Wir können das hier vergrößern mit der mittleren, mit dem mittleren Mausrad. Und jetzt können wir anfangen, hier 5 Volt anzuschließen. Man sollte natürlich mit R kann man die Sache hier drehen. Und was auch sehr schön ist, bei Eagle wusste man nie, ist die Sache jetzt die Komponente verbunden mit der anderen Komponente oder nie. Man musste mal nachgucken. Hier kann man einfach an den Pin rangehen und dann ist es verbunden. Man kann die Sache langziehen und dann sieht man auch an diesem grünen Streifen hier, ja, alles verbunden und darauf kann man sich auch verlassen. So, dann brauchen wir noch Grauen, das können wir uns hier holen. Die Symbole sehen ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber oh, falsch. Einfach hier raufklicken, festhalten und dann dahin schieben, wo man es braucht. Nein, nur ich habe heute irgendwie eine zittrige Hand. So geht auch. Ja, und dann brauchen wir im Grunde genommen nur noch einen Schluss nach den D-In von der LED und dafür machen wir jetzt mal ein Label. Na, da haben wir hier den Netport 1, so heißt er so schön. Und kann man auch aussehen. Ich mache das immer, um wirklich zu sehen, dass es das verbunden ist. Ich bin da noch vorgeschädigt von Igel. Und jetzt kann man auf den Namen einfach doppelklicken und sagen LED. Und dann kann man den auch mit Ctrl C und V kopieren und dann den einfach hier an den D-In setzen. Normalerweise sollte da noch ein Transistor dazwischen oder so, aber das lassen wir jetzt mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. VSS, glaube ich, war Ground. Also auch hier Ctrl CV, R für Rotate und dann einfach hier anschließen. Und hier die beiden werden nicht mehr, doch. Moment, also die 5 Volt müssen wir natürlich da noch anschließen, sonst wird das nichts. Also auch wieder Ctrl CV und dann einfach hier anschließen. So, ein bisschen mal in die Mitte. Jetzt kann man natürlich das ganze Ding hier auch nehmen und dann irgendwo hier hinschieben. Ist auch ganz einfach, wie man es halt von anderen Programmen kennt. Eine Besonderheit gibt es hier und zwar muss man die Pins, die man nicht anschließt, mit diesem Kreuzchen hier markieren, dass dann halt der Controller, der DRC-Tester, darüber nicht stolpert und sagt, wir haben hier einen Pin, der ist nicht angeschlossen, was soll das? Ja, und damit ist im Grunde genommen schon unsere Sache fertig. Wir müssen nur noch die anderen Pins hier auch noch alle deaktivieren, dass sie nicht connected werden. Ah, da sagt er mir dann auch, dass ich das Teil hier nicht einfach in die Luft packen soll. Und wenn man es dann hier wegzieht, na, wenn man es dann hier wegzieht, ach, da geht es nicht, da ist natürlich keine Leitung dran, was ja auch logisch ist. So, damit hätten wir schon mal unsere kleine Schaltung fertig. Und wir können dann daraus, die können wir jetzt erstmal speichern mit Ctrl S, das geht auch sehr einfach, sieht man hier unten erfolgreich gespeichert. Und jetzt können wir sagen, machen wir doch mal daraus eine Leiterplatte. Ne? Und das macht man hier oben über dieses Teil und dann sagt man Convert to PCB. Da erscheint dann, wenn man es abspeichert, hier bei Atini RGB noch der PCB. So, jetzt haben wir hier unseren Atini und hier haben wir unsere LED. Die können wir auch wieder selektieren und mit R drehen. Man sollte es immer so machen, dass diese Flying-Leitung, ich mache es mal ein bisschen größer, ist ja viel zu klein, diese Leitung immer direkten Kontakt zu den Kontakten haben, wo sie hinwollen. Ja, und dann können wir das einfach hier reinschieben. Das ist also unsere Leiterplatte, diese Magenta-Teil. Jetzt können wir natürlich auch noch den Namen, also hier U1, irgendwo hinschieben und können den auch noch umbenennen in AT85V. Ach, so lang, wieder Doppelklick und dann sagen wir halt nur AT8. So. Und hier diese LED können wir natürlich dann auch noch drehen mit R und irgendwo hinpacken, wo wir es brauchen. Also die Sache ist eigentlich relativ einfach und man muss auch nicht so viel mit Bibliotheken und so weiter rumfuhrwerken. Das geht eigentlich alles sehr gut. Kommen wir nun zu dem Autorouter. Der hat eine kleine Besonderheit, das kann man hier oben erreichen, Autorouter. Und zwar kann man sich einen lokalen
Autorouter installieren. Der läuft dann im Grunde genommen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, in einem kleinen Kommandofenster. Und der ist auch jedenfalls auf meinem Rechner ziemlich schnell und auch ziemlich genau. Man kann dann hier die Strichdicke in Mill festlegen. Wenn ihr Millimeter braucht, dann lässt sich das über die Eigenschaften des Dokuments ändern. Ich habe es jetzt erstmal auf Mill gelassen. Ja, und dann kann man auch noch bestimmte Netze dicker oder dünner machen, je nachdem, wie man es braucht. Ja, und dann sagt man einfach starten. Und dann sagt er complete. Fehlt 0. Und diese Zahl ist ganz wichtig. Ja? Wer das nämlich nicht schafft, alle Parts miteinander zu verbinden, weil das eine ziemlich komplexe Leiterplatte ist, dann steht hier eine Zahl von 2 und 3 und das ist natürlich dann ein bisschen doof. Dann muss man noch mal ran, ein bisschen rumschieben und gucken, ob es dann irgendwann passt. Damit kann man auch Stunden verbringen, glaubt's mir. So, normalerweise haben wir dann noch ein Ground, wie soll man sagen, normalerweise kann man den Rest der Fläche als Ground-Fläche festlegen. Das kann man hier machen über Copper Area. Da fragt er erstmal, was für ein Signal. Man kann auch ein anderes nehmen, plus 5 Volt oder so, aber Ground ist eigentlich normal. Und dann kann man hier einfach einen Rahmen drum ziehen. Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht hier. Man muss nämlich dann mit ESC rausgehen und dann baut er auch diese Ground-Fläche auf. Ja, und wenn man sich die ganze Sache jetzt ansehen will in 3D, dann kann man hier in den 3D-View gehen und man sieht, der baut dann hier wunderschön die LED hin. Hier kommt dann noch unser Artini hin. Man kann das sich von allen Seiten anschauen. Man kann die Farbe ändern, man kann sagen, nee, ich habe aber ein rotes oder ich habe ein grünes PCB und ich habe statt goldene Finger habe ich silberne. Also da kann man schön viele Sachen machen und das ist halt eine sehr schöne Funktion, um zu sehen, ob alles passt, ob sich irgendwelche Sachen überlappen und so weiter. Toll gemacht. So, als Fazit kann man im Grunde genommen sagen, dass dieses Programm einfach genial ist. Es gibt verschiedene Vorteile, die ich hier gerne mal in Stichpunkten sagen möchte. Und zwar das erste ist, es läuft komplett im Browser. Eure Schaltpläne werden in der Cloud abgespeichert. Ihr könnt also irgendwo in der Welt an einen anderen Rechner gehen, loggt euch da ein und dann könnt ihr eure Schaltung weiter bearbeiten. Tolle Sache. Die zweite Sache ist, man muss sich nicht mehr mit Libraries rumschlagen wie bei Eagle. Man muss die richtige Library suchen, die dann wieder bei sich lokal installieren und dann kann man sie endlich nutzen. Wenn dieses Teil dann nicht vorhanden war, dann musste man extra eine Library bauen, musste sich dann mit dem Editor auseinandersetzen und so weiter. Hier hat man über Place-Komponent Zugriff auf alle Libraries, die online sind. Ich möchte es euch mal kurz zeigen. Es gibt hier auch zum Beispiel komplette Schaltungen, die man von Usern übernehmen kann und so weiter. Suchen wir mal nach Blinky. Vielleicht haben wir ja Glück. Hier normalerweise gibt es dann immer User Contributed oder PC-Lips. Da siehst du, da gibt es schon einen. Und wird dann im Grunde genommen, kann ich den doppelt anklicken, genau, der wird dann hier angezeigt. Ich weiß jetzt aber nicht, ich habe das noch nie benutzt. Jedenfalls kann man es dann nutzen. Es gibt eine riesige Datenbank, die auch online zugreifbar ist. Leider habe ich auch festgestellt, dass da nicht richtig aufgepasst wird und wir auch eine Menge Werbung dort sehen von irgendwelchen Wetten, Wettgeschäften und so weiter, die sich da einfach eintragen. Ist natürlich nicht so schön, aber die User-Community ist riesig. Andererseits muss man auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Probleme hat mit den Panelize, was ich hier gemacht habe, die erste Leiterplatte, die ich geschickt habe, die sah genauso aus und ich habe eigentlich erwartet, dass ich zwei bestücken kann. Und habe dann eine E-Mail von den Support bekommen, die übrigens sehr nett sind, und sagen, sie haben hier nur die erste Schaltung bestückt und die zweite ist leer, soll das so sein? Immerhin, sie haben einen Chinesen sitzen, der schaut sich das alles nochmal ganz genau an
und sagt dann, wenn irgendwas nicht stimmt. Und man kann dann auch Refund machen, das heißt, man kriegt dann sein Geld zurück und kann sich an die Schaltung dann nochmal ransetzen. Als nächstes möchte ich euch gerne zeigen, wie man jetzt über GLBCB eine Leiterplatte bestellt, die bestückt werden soll. Das ist nämlich dann doch nicht so einfach. Als erstes brauchen wir die entsprechenden Daten dafür. Natürlich Görber. Da gehen wir dann hier oben rein und sagen Generate PCB Fabrication Görber. Dann sagt er erstmal, speicher erstmal deine Sache, bevor du mich hier fragst. Mache ich dann. Und dann nochmal. Und dann sagt er, soll ich erstmal DRC schicken, checken oder nicht? Ich sage nein, pack's einfach. Und dann zeigt er mir schon mal an, wie es so aussieht. Man könnte jetzt sofort auf die Bestellseite gehen, das wollen wir aber nicht. Wir wollen erstmal nur sagen Generate Görber und dann speichert die, dann macht er einen automatischen Download und speichert das auf deiner Platte ab. Dann brauchen wir noch dazu die BOM, das ist also die Liste der zu verwendenden Komponenten. Und hier kann man dann auch sehen, was so kostet. Aber das erkläre ich euch gleich. Das werden höhere Preise werden. Nicht nur, weil da ein Chinese losläuft, weil es eine externe Sache ist, sondern es gibt hier Mindestabnahmemengen. Aber das ist eigentlich auch fast logisch, wenn man jetzt nur ein Kondensator ist, der auch noch so klein ist wie ein Staubkorn, dann kann es schon mal sein, dass da eine Mindestabnahmemenge von 10 ist oder so. Aber die Dinger kosten ja auch nichts. Trotzdem muss man natürlich dann ein bisschen variieren bei der Bestellung, weil zwei bestückte PCBs können genauso teuer sein wie 10 bestückte und dann bestellt man natürlich lieber 10 statt 2. Ne? Also auch hier wieder exportiere BOM, kriegen wir auch einen Download, abbrechen, dann gehen wir wieder zurück zum PCB und sagen, wir brauchen jetzt noch eine Pick-and-Place-Datei. Die hat auch wieder einen Nachteil, denn die Pick-and-Place-Datei gilt nur für das erste, nicht fürs zweite. Mein Tipp ist jetzt, ihr macht einfach eine Datei, wenn das geht. Bei mir war es zu klein, also musste ich hier noch einen zweiten nehmen. Aber nehmen wir mal an, eure Platine ist 20x20 mm und dann bestellt ihr einfach 10 davon. Also ihr panelized das nicht, sondern ihr bestellt sie so, wie sie ist. Und dann habt ihr wahrscheinlich auch keine Probleme mit diesen Zacken hier, die dann aussehen wie Zähne, daran kann man dann die PCB abbrechen. Ich muss das so machen, weil die halt so winzig ist. Ne? So, wenn wir das dann alles haben, dann gehen wir auf die Seite von GLPCB. Das ist hier erstmal nicht. Wir gehen dann, wo gehen wir hin? Home. Genau, und da gibt es dann hier SMT Assembly. Da klicken wir mutig drauf. Und dann fragt er schon, add your Görber file. Ja, das machen wir dann. Wo ist mein Görber file? Das ist hier. Da macht er jetzt den Upload und zeigt am Ende dann auch die, ja, die Dateien an, vorne und hinten Ansicht. Dann sieht man schon, wir haben ein Engineering-Fee von 3,70 Euro und das Board kostet nur 37 Cent. Das war aber noch nicht alles. Wir wollen dann von den Teilen 10 Stück haben. Ne, wir wollen erstmal nur 5 haben. Ich muss euch dazu nämlich was zeigen. Dann wollen wir, die Dicke der Leiterplatte soll 1,2 mm sein. Sie muss grün sein, wenn ihr später von ihnen die bestücken lassen wollt. Da muss sie grün sein. Da gibt es dann noch verschiedene Sachen. Ihr könntet dann noch die Nummer entfernen. Kostet leider Geld, 1,39 Euro, also können Sie mir ruhig die Nummer da drauf packen. Und dann habt ihr hier diesen Abschnitt SMT Assembly. Ja, da gehen wir da auch mutig drauf. Dann will er erstmal wissen, welche Seite soll bestückt werden. Da sagen wir, die oben ist, also die Top-Seite. Und dann fragt er mich, wie vielen sollen bestückt werden? Alle 5 oder nur 2? Und da dachte ich mir, naja, also um Geld zu sparen, nehmen wir erstmal nur 2. So, und dann Tooling Holes, die sind hier schon drin bei mir, die werden dann von mir als Customer hinzugefügt und jetzt sind wir schon mal bei 11,92 Euro. Hört sich gar nicht so schlimm an, denken wir, oh, das ist ja cool, aber da sind leider noch nicht die Preise dabei.
Also machen wir Confirm, also die Teile. Und hier will er die Bombfile wissen, also geben wir sie ihm. Ihr seht, das ist nur so eine einfache CSV-Datei. Öffnen und dann noch die Pick-and-Place-Datei. Das ist die, auch eine CSV-Datei und machen Next. Und jetzt wird's lustig. Wir müssen jetzt hier sagen, welche Parts wir nehmen für welche Teile, die bei uns auf der Leiterplatte sind. Wir haben das zwar vorher schon mal gemacht, weil man sieht hier auch die Sublayer Parts, aber hier sagt man sozusagen nochmal, die Teile möchte ich haben, weil hier wird auch überprüft, ob diese Teile auch im Lager sind. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also dann, die ersten Sachen sind einfach. Das ist der Widerstand. Einfach Select. Passt schon, 300 Ohm. Die Testpoints, die brauchen wir nicht bestücken. Auch diese Pads brauchen wir nicht bestücken. Aber hier haben wir, was haben wir da? Gucken wir mal drauf. Hier haben wir den Motortreiber, der V8837. Da hatte ich vorher den 38, den haben sie nicht gehabt. Den 34 haben sie nicht gehabt. Also man muss dann immer wieder zurückgehen in Schaltplan und gucken, wie man dann das entsprechende Teil einbaut, den Autorouter wieder neu laufen lassen und so weiter. Und das hat wirklich Zeit verbraucht. Nehmen wir den auch. So, dann haben wir noch den Tiny. Der ist auch vorhanden. Dann haben wir wieder einen Widerstand. Diesmal wahrscheinlich ein anderer. Der nö, auch 300 Ohm, keine Ahnung. Die Kondensatoren. 10 Nanofarad oder 10 Mikrofarad haben wir auch. Die LED, habe ich auch lange gesucht, um eine zu finden, die am Lager ist. Der Magnetsensor natürlich, Select. Und der Voltage-Regulator müsste das sein. Genau, das ist er. Haben wir auch. So, super. Jetzt haben wir alles zusammengestellt. Hier brauchen wir pro Platine immer nur ein Stück oder auch zwei. Und jetzt haben wir Next. So, und jetzt ist es doch schon ein bisschen teurer geworden. Jetzt liegen wir schon bei 37,92 Euro. Und jetzt kommen ein paar Besonderheiten, auf die ihr achten solltet. Wir haben ja nur fünf Stück bestellt. Nee, wir haben nur fünf Platinen bestellt. Und zwei wollen wir nur bestücken lassen. Und trotzdem ruft er für den Linear Voltage Regulator 4,23 Euro auf. Und das liegt daran, steht da oben, wir brauchen mindestens 20, die wir kaufen müssen. Plus eins extra, falls mal was passiert und es weggeschmissen werden muss. Und es werden alle 20 berechnet. Ihr bekommt aber nicht den Rest per Post zugeschickt, sondern der wird dann weggeworfen oder wird für andere Sachen benutzt. Also ihr kauft im Grunde genommen zwar zwei, aber ihr müsst 20 bezahlen. Und das macht halt den Preis aus. Deswegen ist es besser, statt zwei 10 zu bestellen. Ja? So, und genauso ist es hier auch. Hier haben wir den Motortreiber, da brauchen wir mindestens 10. Ja, das ist dann schon mal ein ganz schöner Preis. Also habe ich auch 10 herstellen lassen, weil ich glaube, der kostet 1 Euro und dann sind wir schon bei 10 Euro plus Extended, sind wir plus 3 Euro und dann kommen halt diese Preise zustande. Und umso mehr ihr dann bestellt, umso mehr könnt ihr dann diese Preise verteilen. Das Problem ist natürlich, das ist hier ein Prototyp, den ich bestelle. Ich weiß noch nicht, ob der funktioniert und habe dann 10 von denen zu Hause. Wenn irgendwas nicht funktioniert, irgendeine Leitung nicht funktioniert oder so, ja, dann kann ich 9 Stück oder eigentlich alle 10 Stück wegschmeißen, weil da was dran zu reparieren ist ein bisschen schwierig. Eine Sache habe ich noch vergessen, die ist wichtig. Hier zeigen sie euch, wie diese Teile ausgerichtet sind. Und man sieht hier schon, der ist falsch ausgerichtet. Aber da sagen sie, ja, da macht euch mal keine Sorgen. Der Support schaut sich die Sachen nochmal an und packt es dann richtig hin. Also warum haben sie es dann überhaupt hier dargestellt? Aber gut, ist egal, wird schon passen. So, ist ja auch ein netter Service, ne? Kann man ja nichts sagen. So, und eigentlich ist es hier überall so. Hier brauche ich mindestens 40 Stück, da brauche ich mindestens 40 Stück. Das sind halt diese Kondensatoren. Gut, so ein Ding kostet jetzt auch nicht so viel. Aber immerhin 50 Cent, also mal 10 sind 5 Euro. Ne? Und hier brauche ich 10 Stück vom Atiny und der aber auch eigentlich Ex-Preis 7,62 Euro. Ach so, das sind dann die 10 Stück
Keine Ahnung, das haut eigentlich auch nicht hin. Das sind eigentlich die 10 Stück. Jetzt gucken wir mal hier rauf. Man kann hier wunderbar raufgucken. Was kostet denn da einer? 76 Cent. Achso, 10 Stück. Klar, 7,60 €. Also, wie schon gesagt, dann lass doch gleich 10 herstellen, weil das ist dann wirklich weggeschmissenes Geld. So, am Ende sind wir dann bei 37 €. Ich lasse mir das natürlich dann noch per DHL schicken. Die sind relativ schnell. Da hat man es dann innerhalb von 3, 4 Tagen aus China, kostet aber auch 20 € extra. Wenn ihr lange darauf warten könnt, das kann bis zu 6 Wochen dauern. Jetzt in Corona-Zeiten habe ich eine Sache bekommen, die habe ich vor 3 Monaten bestellt. Das Risiko ist zu groß. Macht es per DHL und dann müsst ihr halt in den sauren Apfel beißen und da ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber dann habt ihr es auch relativ schnell in der Hand. Bei Sachen, die man nach 3 Wochen bekommt, da weiß man gar nicht mehr, was habe ich da eigentlich designt. Und muss sich dann wieder ein bisschen einfummeln. Hier dauert es ungefähr 1 Woche und dann ist es da. Was macht man jetzt in dem Fall, dass man 10 Stück haben will und nicht 2? Ja, man geht wieder zurück. Go back, go back, go back. Ist auch geil. Und sagt dann hier, ich hätte mal gern 10. Und dann sagt man hier unten, bestücke alle 10. Und sagt Confirm und dann geht die ganze Chose vorne los. Man muss das Bonfire angeben und so weiter. Das ist natürlich auch irre nervig, das muss man ehrlich mal sagen, dass man da den ganzen Kram da wieder durchgehen muss. Am Ende gibt es noch die Option, ihr bezahlt sofort oder ihr bezahlt erst, wenn der Hersteller approved hat, also gesagt hat, ja, das können wir so herstellen. Ich würde euch immer die zweite Option empfehlen. Da ist dann, wenn ihr sofort bezahlt, dann gibt es zwar einen Refund, aber naja, das ist eine chinesische Firma, wer weiß, morgen geht sie pleite, ne? Kriegt ihr wirklich euer Geld oder nicht? Ich bezahle auch immer per PayPal. Ja, und das soll es erstmal gewesen sein, würde ich sagen. Ich habe es bestellt. Wir werden dann schauen, ob diese schöne, kleine, winzige Leiterpleite auch bei mir ankommt. Und ich werde mit euch die ersten Tests machen, werde die Qualität beurteilen und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich denke mal, Ende nächster Woche, wenn ich sehr positiv bin, aber ich denke wohl eher in 1,5 Wochen, sagen wir mal so, dann muss ich noch das Video erstellen und so weiter. Sagen wir mal, in 2 Wochen kann ich euch Näheres sagen. Ob es funktioniert, ob meine Platine funktioniert hat, wie ich sie programmiere. Geht die überhaupt und so weiter? Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt auf jeden Fall gesund. Heutzutage in Corona-Zeit muss man das ja immer sagen. Und steckt euch nicht an. Euer Frank aus Baden-Württemberg.